Hallo und herzlich willkommen zurück zu South Park, The Stick of Truth. Gut, wir haben jetzt hier die Elternratprobleme erledigt, das heißt, wir müssen zurück zu Stans Vater, zu Randy Marsh. Dafür müssen wir eben mal so eine Timmy-Flagge finden. Ah, hier ist auch schon einer. Gut. Was? Was hat er gesagt? Oh Gott, ich muss nochmal mit ihm reden. Aber er hat irgendwas gesagt, dass irgendwo jemand rumhängt. Mann, okay, muss ich mir so eine Aufnahme nochmal dann anschauen? Hallo Randy! Was ist das? Es ist ein Recording. Es gibt Data on here. Did they say anything? What kind of Taco Bell is it going to be? When are they going to be finished building it? Shh. All right. We're going to have to completely obliterate everything in a 3-block radius. What? Set charges underground to blow up the area and bury it all. Then make a fake story about an earthquake. They're going to just blow up 3 blocks? Sons of bitches. You sons of bitches! What gives them the right? I knew there was more to this. It's not a simple Taco Bell we're dealing with. It's the most massive Taco Bell ever built. You see, ever since the whole Doritos Locos Tacos thing, Taco Bell thinks they can do whatever they want. Well, not here. Not in our town. You've done well, new kid. We're not going to let Taco Bell win. I'll take that picture you wanted now of you with the PTA. Nice. I'll send it to you. Ach, danke Randy. Wir sind Level 10, schön. Gut, dann können wir eben noch eine Fähigkeit ausrüsten. Hätten wir gerade auch schon machen können. Gut, ja, machen wir hier 2 Stück. Ich könnte hier auch nochmal skillen, wir haben sowieso 3 Punkte über, war. Eine Runde länger wäre halt echt nicht schlecht. Ja, komm, wir machen das mit dem Schlafsand hier. So. Gut, dann müssen wir jetzt zurück zu den Gothic Kids. Aber jetzt die Frage. Nein. Oh mein Gott, Zombies! Was mit dem Jungen? Er hatte doch so gute Informationen. Aber wir müssen die erledigen. Wir müssen den Deutschen vernichten. Alles klar, Attacke. Wir haben jetzt eine neue Technik, oder was? Okay. Wirbelt einen explosiven Ball auf deine Feinde. Bei erfolgreicher Lohnung trifft er jeden Feind im Kampf. Halte für jede der 4 Lunden unten und dann A. Schönen Tag. Okay, geile Attacke, Mann. Weg des Schwerts. Dan beschwört seinen inneren Actionheld und greift einen Feind mit einer Vielzahl-Hiebe an. Ja, komm, probieren. Oh, da stand gerade was mit Tippe A. Ach du Liebe! Au! Scheiße! Okay. Ach du Liebe! Coole neue Attacken auf jeden Fall. Mein Unleben! Gut, das kostet aber ziemlich viel MP. Ha, Scheiße! Huch, also ist zu früh gedrückt, als er seinen Gruß gemacht hat. Autsch! Ich hoffe mal, das reicht jetzt. Ja, oh, 30 HP mal wieder. Oh Gott, Bordsteinkind. Ey, ich hasse die Attacke, die ist so krass, ne? Ernsthaft? 1 Schaden? Ach ja, wegen seiner Rüstung. Oh, das denke ich nie so dran. Oh Mann, warum mussten sie alle sterben? Hey Junge, sag mir das nochmal, dann muss ich nicht nachgucken. Hey Junge! Ach, fick dich, okay. Ne.
Hallo meine Gothic-Freunde. Hallo, es lade schneller. Hallo meine Gothic-Freunde. Wen sprechen wir an? Komm jetzt den Linken. Go about your questing, Hobbit Boy. Den hab ich doch. Oh, please. Oh, ich muss mich wieder umziehen, Alter. Goths Mütze. Goths Kostüm. Goths Handschuhe. Alter, sind die anstrengend. Whoa, he did it. Nice. Yeah, but he's still not goth. He'll have to pass the final test. You may look goth, Frodo, but can you dance goth? Oh, nee, kann ich nicht. Less enthusiasm. That's not how you drink coffee. Holy fucking bullshit. You call it? Okay. Cool. I'm feeling the rage. I like what you did with your coffee there. Whoa. Okay, komm, das muss reichen. What do you think? He's pretty goth. He's pretty goth, right? Yeah, that was pretty good. I felt his pain. All right, new kid, you've officially proven yourself. Yeah, just tell us where you need us and we'll be there. Oh, schön, direkt vier neue Freunde. Isn't it great to finally know how much everything sucks? Gut, jetzt die Frage. Müssen wir jetzt zu Karten? Oh, da stand gerade was. Entscheide dich für die Menschen zu kämpfen. Für die Elfen. Ah, ich weiß ja nicht, Alter. Is it true you made an alliance with the Goth Kids? Ja, wollen wir jetzt Freunde sein? Ei, ei, das ist jetzt die Frage. Gut, aber ich würde sagen, dass, also die Quest mache ich dann jetzt noch nicht. Und ihr könnt dann entscheiden, ob ich zu den Menschen gehen soll. Oder, wie gesagt, dann zu den Elfen. Weil wir haben hier oben ja nochmal eben eine Quest. Genau. Das Lager hier von Mr. K. Machen wir dann mal eben. Oh Gott, hier ist ja auch alles. Neue Nachricht von Pete, schauen mal. Ich bin nur hier, um den Leuten zu erzählen, wie scheiße das ist. Alles klar, Mann, ja. Ich laufe hier mal vorbei an den toten Kindern. Gut, hier ist das von Mr. K. Da oben! Schön Pokémon! Down, down, down! Sauber! Alter, hat der hier viel Scheiße drin. Wie soll ich denn da irgendwie hochkommen oder sonst irgendwas? Okay, hier geht's kaputt. Und dann hier hoch. Alter. Und jetzt? Ah, okay, dann hier hoch. Gut, ja. Nein, oder doch nicht? Hä? Alter, hier erkennt man doch nichts von dem Müll. Ach, jetzt habe ich's gesehen. Rüber teleportieren. Eieiei. Gut, jetzt haben wir Mr. Case Schlüssel. Gott, geh da runter, bitte, so. Okay, wir haben jetzt den Schlüssel. Gut. Dann können wir jetzt wahrscheinlich da in diesen Store rein. Ausweich! Ausweich! Hä? Soll doch nur den Monitor abgeben. What the fuck? Oh Gott, ich glaube, da war noch irgendwas drin, was ich übersehen habe, oder? Nazi! Ah, oh, Mann, die scheiß Nazis, Alter. Ich will sie lebend! Oh no, you don't! Gut, alles klar, die sind aber kein Problem hier. Du Lieber!
Fall, wir benutzen jetzt nochmal unsere Fähigkeit hier. Die war echt cool, Tom. Scheiße! Aus! Bam! Du lieber! Mein Gott! Aber der macht. Achso, der eine ist tot. Ich dachte, der hätte überlebt. Ich kann schon sagen. Scheiße! Weil diese neue Attacke, die wir hier mit unserem Charakter haben, ist auch echt krass. Wenn man gegen voll viele Gegner kämpft. Ey, die könnte uns jetzt bei El Gore helfen. Ach du Liebe! Ach, falsche Knopfdrücke, ich wollte mit X angreifen. Aber die Attacke könnte uns echt gegen El Gore helfen. Hm, das wäre doch mal was. Wir könnten es jetzt echt nochmal probieren, gegen El Gore zu kämpfen. Wir könnten es packen. Wo ist denn hier dieser scheiß Monitor, wovon die Rede ist? Daher war ja nur das, oder kann ich mich noch irgendwo weiter höher da teleportieren? Mann. Okay. Alles kaputt machen. Mir aber auch nichts gebracht. So. Ich probier's nochmal. Hier oben oder so ist ja auch nichts. Hm, okay, gut. Aber egal. Wir probieren jetzt einfach nochmal gegen El Gore. Einen Versuch gebe ich ihm jetzt noch. Wir haben nämlich jetzt die neuen Attacken und die sind halt echt krass, ja? Alles klar. You're back, Junior Algorian. Ah, Jesus, not again. Now let's see how you like sitting through a whole presentation on global warming. Oh no, you don't. So. War wichtig, dass keine von den Attacken getroffen hat. Certainty of global climate change. Yeah. Ich muss mal gucken, wie viel kostet die Attacke? 20. Ich würde ihn schon gern irgendwie verlangsamen. Hallo? Hm. Okay, dann lassen wir das. Wir verlangsamen ihn. Machen wir. Also bringen wir ihn lieber zum Bluten. Ouch. So, Abwehr senken. Kill. Könnten wir theoretisch mit Stan eigentlich ja schon die Attacke machen. Das zieht auch sau vieles von seiner Rüstung ab. Gorgasm! Protect the former certified president! So, schön. Komm, jetzt machen wir das. Feuerkugelattacke. Mal schauen, wie viel Damage das jetzt macht. Okay, die war ja gar nicht so krass jetzt, wie ich dachte, ne? Muss ich zugeben, so krass war die jetzt wirklich nicht. Gut, wir müssen erstmal den Starken jetzt besiegen. Mit MP haben wir leider keine mehr. Oh, das macht auch keinen Schaden. Er kontert, der andere schießt dann noch. Aua. Oh Gott, Stan ist fast down. Gut, das ist jetzt die Frage, was machen wir? Ja, auf jeden Fall erstmal MP heilen. Und dann tausche ich Stan, glaube ich, aus. Huch, ich wollte doch den Machttrank einsetzen. So, komm schon. Wir müssen mit dem Atem des Drachen jetzt ihn hier vernichten. Der in der Mitte ist auch einfach zu krass. Das macht alles so wenig Schaden.
das können wir noch machen. Und danach können wir ja noch tauschen. So, wir nehmen Butters. Dann können wir mit ihm einmal die Mr. Chaos-Attacke machen. Oh Gott, habe ich nicht gecheckt, dass er schießt. Betäubt, oh Niggas. Oh, dein Ernst, Mann! Ah. Ich brauche eine stärkere Attacke. Mann, warum sind die so krass? Ich verstehe das nicht. Ey, Gore ist doch behindert, Alter. So stark wie er ist, er hätte den Schweinebärmann schon längst selbst töten können. Na gut, ich würde sagen, ich beende dann hier den Part. Ich schau mal eben dann, wo das alles ist mit dem Monitor. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.